Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Ja, und ich denke, ihr werdet euch jetzt fragen oder natürlich sagen, oh scheiße, die Julia ist hier wo ganz anders als sonst, habe ich irgendein Part vergessen? Nee. Ich bin nämlich, ich kann das mal gerade zeigen. Ich bin nämlich wieder zurück nach Fuchsania City geschwommen, wie man das auch immer nennen will. Ja, und bin jetzt auf dem Weg halt, kann ich das zeigen? Nee. Ich will jetzt nach links. Weil die Leute gesagt haben, du hast ja was vergessen. Da sind noch über 10 Trainer und Fliegen liegt da wohl auch noch irgendwo rum. An sich vergessen habe ich es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich erst den unteren Weg gegangen bin. Weil beim unteren Weg weiß ich ja, dass ich da quasi weitergehe. Weil normalerweise gehe ich erst den optionalen Weg. Und dann den richtigen. Aber gut. Ja. Dann werden wir uns jetzt weiter nach links begeben. Und gucken mal, was uns da auf uns so wartet. Route 18. Prismania City, Fuchsania City. So, was haben wir hier? Oh, Trainers. Was ist das hier für ein Gebäude? Steht hier oben nicht der Typ drin und sagt, nee, 40 Pokémon. Wer bist du denn? Was hast du denn da im Kopf? Ich suche nach Tangela. Tauschst du es gegen Parasek? Parasek habe ich, glaube ich, schon. Und Tangela habe ich, glaube ich, nicht. Ein Tangela hätte ich gern. Habe ich mir das aufgeschrieben? Nee, Blutzug habe ich mir aufgeschrieben. Aber wir machen jetzt erstmal... Oder... Na, ich weiß nicht. Ich will erstmal gucken, wo wir hinkommen, wenn wir hier rausgehen. Mit dem Fahrrad hier rein? Warum hat man denn da ein Fahrrad direkt? Verstehe ich nicht. So. Ich laufe überall durch hohes Gras, um Pokémon aufzuspüren. Mhm. Ich habe heute Schaschlik gegessen vom Lidl. War okay. Die Würzung war jetzt nicht so geil, aber... Vogelfänger möchte kämpfen. Und zwar war das Paprika-Würzung. Die haben was mit besserer Würzung. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist die besser. Aber trotzdem war gut. Vor allem waren da diese Zwiebeln wieder dran, die nicht wirklich nach Zwiebeln irgendwie schmecken. Das machen auch die Chinesen immer ins Essen rein. Das sind so riesige Zwiebelstücke und ich mag eigentlich keine Zwiebeln. Ja, und die schmecken halt nicht nach Zwiebeln. Die schmecken halt so ein bisschen Richtung Zwiebeln, aber sonst sind die halt nur einfach für den Biss irgendwie da. Das sind auch keine roten Zwiebeln, weil rote Zwiebeln finde ich auch noch okay. Aber normale weiße Zwiebeln oder so grüne, grünlich sind die ja so ein bisschen, die mag ich eigentlich so gar nicht. Weil auch wenn man die kocht oder anbrät, sind die immer noch sehr zwiebelig. Ich will mal gerne wissen, was das für Zwiebeln sind. Also sowas! Ach! Was? Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Tu dir auch sein Gebiet markieren und so mit Pipi. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues zu erzählen. So. Ich glaube, meine Mutter ist da. Die bringt, glaube ich, gerade meine Oma rein. Jedenfalls habe ich irgendwas knacken gehört draußen. Das hört sich jetzt sehr falsch an. Meine Mama bringt meine Oma rein. Das hat geknackt draußen. Ja, aber die Tür ist aufgegangen. Ah, weiß ich Bescheid. Christoph macht das sehr, sehr gut. Das läuft ja wunderbar hier. Ich bin noch ein bisschen zu OP für die. Obwohl, ich müsste mal, glaube ich, durchwechseln, weil Christoph eigentlich müsste...
Dave nach oben, weil Dave ist, glaube ich, noch irgendwo Mitte 20 oder so. Verdammt! Dann machen wir das gerade. Dave ist ganz hinten. Nee, der ist Level 33. Okay. Nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Aber trotzdem müsste Dave mal nach oben. Ich tue jetzt wieder komplett durchwechseln. 38. Oh, das ist alles so eng geschrieben. Dann ist auf jeden Fall nach hinten. Okay, jetzt passt es. So, ich müsste... Oh, ein... Dodu. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich brauche das. Ich glaube, ich Pokebälle. Aber ich habe keine mehr. Ich habe nur Meisterball. Ne, Hyperball habe ich hier noch. 18 Stück. Ich will es nicht töten. Ich glaube, Dave nimmt es sehr auseinander. Nimm mal Kratzer. Okay, jetzt probier's nochmal. Ein Auto. Yes! Jetzt haben wir 45 Pokémons. Und ab 50 kriegen wir, glaube ich, was. Irgendwo in diesem komischen Häuschen. Dieses Pokémon kann nicht fliegen. Oder so. Dafür kann es mit seinen Beinen sehr schnell laufen. Ja, ich glaube, das passt. Ich habe fast alles vergessen vorzulesen. Okay. Guru-Gu. Wie klingt mein Vogellockruf? Total bescheuert. Oh, eins hat er. Dodri. So. Ist das gut? Ja. Nein, das ist doch das, was mehrmals angreift, oder? Ist jetzt gut? Dankeschön. Bohrschnabel. Alles klar. Ich dachte, ich könnte das noch hinkriegen. Oh, Konfusion, da habe ich mehr von. Ich musste mit dir kämpfen. Was ist das denn für eine Aussage? Oh, da waren ja schwer viele Gegner hier. Was haben wir hier? Noch ein Dodu. Boto, Boto. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Noch ein Dodu. Wahrscheinlich das gleiche wie eben. Ich werde jetzt schnell mal in ein Pokécenter laufen. Oh, das ist so kompliziert, da hinzukommen, oder? Kompliziert. Nee. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach links. Ich finde es nur irgendwie merkwürdig, dass wir da direkt auf dem Fahrrad sitzen. Aber nur gut. Wird schon irgendwie passen. Geh mal hier ins Wasser, wenn ich denn darf. Nee, wer hat denn... Wer hat denn... Hier, Surfer. Radfahren macht Spaß, Surfen dagegen ist nichts.
Spast! Okay, ich muss hier mit dem Fahrrad lang. Wäh! Ah, das ist ein Berg! Ist ein Berg! Der Radweg endet hier. Kann ich jetzt absteigen? Kann ich denn absteigen? Du kannst hier nicht absteigen. Ich bin sehr verwirrt. Sieh alleine, ich bin erschöpft. Ich will auch gar nichts von dir. Du hast mich angequatscht. Mopedfahrer. Smogon. Ach ja. Ich bin noch am Überlegen. Ich habe hier noch so zwei Gourmetstangen. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Ich habe halt eben schon das Fleisch gegessen und eigentlich ist das genug. Ja, die Def erreicht Level 34. Und eigentlich, ich habe ja noch eine Dönertasche gegessen. Es ist nicht gut, wenn das hier liegt. Ich habe es direkt mal aus meinem Sichtfeld rausgetan. Nee, das Gift, ne? Ah! Habe ich Entgiftung? Oh Gott. Gegengift oder sowas. Mir gerade eingefallen, wir haben ja was abgegeben. Ach, bin ich dumm. Wollte ich gar nicht machen. Wir haben ja dieses Fossil abgegeben. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt nachher abholen können. Und dann kann ich direkt das Bernstein-Ding abgeben. Und dann kann ich bald fliegen. Und das Gute ist, ich habe Lars. Und der ist ja schon Flug-Pokémon. Deswegen ist das 1A Burner. Also, und ich habe immer noch nicht hier geguckt, wie ich mit dem Grabber, mit meinem guten Grabber aufnehmen kann. Weil ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt eh nur noch 2 oder 3 Sessions auf. Dann bin ich, glaube ich, durch. Jetzt nicht, dass ihr denkt, dass ich mich hier übernehme oder so. Das ist einfach so mein Gefühl jetzt so. Jetzt muss ich gleich auch noch mal ein Fenster zumachen, weil hier einer meint, Rasen mähen zu müssen um die Uhrzeit. Um 3:30. Da sind andere Leute am Schlafen. Ja. Oh, meine Nase juckt so. Ach, stimmt. Aber was ist das denn? Na gut. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Ist ja nicht laut. Hallo, besiegt Biker. Bist du nun zufrieden? Ja. Gut. Dann machen wir hier gerade Aufnahmestopp, dann kann ich mein Fenster zumachen und dann geht's weiter. Bis nachher.